Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der PS5 Schritt für Schritt Reihe. Wir haben es geschafft. Der letzte Punkt, Aufnahme und Übertragung. Hier werden auch wieder Sachen vorkommen, die ihr schon kennt aus anderen Menüs, weil die sind manche doppelt und dreifach verlinkt in einzelnen Menüpunkten. Hier oben zum Beispiel, zeige ich euch gleich. Also daher nicht wundern, wir haben die Karteikarten Aufnahme, also Aufnehmen, Übertragung und Trophäen. Trophäen deswegen wegen, ja, wir können Videos und Screenshots machen oder werden gemacht. So, Kurzbefehl für Creator-Taste, das kennen wir schon. Das ist nämlich, hatten wir schon mal im Zubehör-Controller-Video und da steht das dann nämlich hier unten. Kurzbefehl für Creator-Taste und dann unten drunter seht ihr das Icon für Aufnahme und Übertragung. Und dann steht dann da auch, ist im Aufnahmebereich drin. Da kommt ihr dann genau da wieder hin. So. Und da könnt ihr dann auswählen, wie ihr das haben wollt. Einmal drücken. Oh Gott, ist das wieder ein Name. Creator Bedienelement. Ja, oder gedrückt halten für einen Screenshot oder zweimal drücken für ein Video. Geht jetzt hier halt nicht, weil. Und dann könnt ihr das halt umschalten. Einfach ein Screenshot. Einmal drücken, dann Creator Bedienelement. Oder leichtes Video. Ich habe auf Standard. Ich finde das ganz gut. Mit dem gedrückt halten, Screenshot. Einmal drücken, Creator Bedienelement. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video. Und dann Länge des Videoclips für Spiel. Handlungen. Also legt fest, wie lange das Video sein soll. 15 Sekunden, 30 Sekunden, 3 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde. Ich habe es auf 30 Sekunden. Reicht für die meisten Sachen eigentlich aus. Ihr könnt es natürlich höher machen, aber denkt dran, es wird auf der internen Platte gespeichert. Und da geht euch dann ein hier dran an Speicher verloren, wenn ihr sagt 30 Minuten oder 5 Minuten und das in einer hohen Qualität. Da geht euch ein Speicher verloren. Deswegen 30 Sekunden reicht aus. Screenshot-Format habe ich HDR, High Dynamic Range. Können wir auch ausschalten. Dann können wir sagen JPEG oder PNG. Ich habe HDR. Und ja, kann man dann halt auch HDR benutzen. Also wenn es ein HDR-Bild ist, kann ich das auch dann senden. An Freunde senden oder an mich selber senden. Und kann das dann zum Beispiel auch auf dem PC als Desktop-Hintergrund benutzen. Wenn ein Assassin's Creed was Schönes ist, was mir gefällt, und ich mache davon einen schönen Screenshot und schicke den Screenshot dann zum Beispiel an einen Freund, ja, dass ich mir dann über die App speichern kann. Ja, wenn man den dann schickt, dann geht man in der App auf Nachrichten und guckt das Bild an und sagt speichern und dann kann man sich das speichern. Und dann hat man es halt auf dem Handy oder halt, man kann auch, also jetzt momentan nicht, aber es ging mal, dass man Nachrichten auch auf der Sony-Webseite, auf sein Profil geklickt hat und dann konnte man da Nachrichten sich anzeigen lassen und da konnte man dann auch das Bild dann speichern, dann hat man es gleich auf dem PC gehabt. Jetzt hat man es dann halt auf dem Handy und kann es dann halt per E-Mail oder per Cloud in seine Cloud laden und dann auf dem PC laden und dann hat man das Bild dann auch auf dem PC. Videoclip-Format, da habt ihr dann halt die Auswahl, wie das Format sein soll. Höchste Effizienz ist WebM. Höchste Komprimität, also Kompatibilität, Entschuldigung. Das heißt dann, WebM wird wahrscheinlich nicht jeder am PC denn sehen können. Oder und MP4 ist überall kompatibel. Ich habe WebM, höchste Effizienz. So, dann haben wir, ob wir 1080p oder 4K aufnehmen wollen. Ja, ich lasse 1080p, reicht vollkommen aus. Mikrofon eingeschaltet, einschließen, können wir ja machen oder nein. Dann ist das Mikrofon halt aus. Sprachchat einschließen, ja, nein. Ja, wenn ja, dann ist halt der Sprachchat mit bei. Den lasse ich mal drinne, weil wenn wir ein Video machen, dann soll der Sprachchat, und Sprachchat ist mit bei, soll da Sprachchat mit bei sein. Machen wir Mikrofon auch mit an. So. Übertragung. Kommen wir als nächstes. Also die mache ich eigentlich sehr selten. Screenshots mache ich sehr oft, aber halt Videoclips mache ich nicht, weil da geht mir einfach zu viel Speicher von der PS5 verloren. Definitiv.
weil die PS5 hat nicht so einen großen Speicher. So, Übertragungen. Das heißt, wenn ihr live übertragen wollt von der PS4 ein Spiel, da ist falsch eingestellt, da habe ich noch nicht aktualisiert. Wie gesagt, ich musste meine PlayStation ja neu machen. Ja, 1080p mit 60 FPS. Audio, Chat-Audio wollen wir einschließen. Kamera, da haben wir dann natürlich die Kamera jetzt hier, die können wir anschalten. Ja, dann werdet ihr Kamerabild, wir können die Größe, Mittel, Groß, Klein reicht aus, kreisförmig oder viereckig, Auto und dann können wir die Tiefe und so, Chroma Key. Und dann könnt ihr hier halt einiges anpassen. Also ich habe eigentlich kreisförmig bevorzugt. Wir können es so horizontal drehen. Da links nach rechts. Entschuldigung. Effekte können wir jetzt hier Comic, verpixelt, ja, oder dann halt Spielzeugkamera, Monochrom. Keine. Wir können die Helligkeit anpassen, wir können den Kontrast anpassen, Transparenz. Transparenz heißt, dass es durchsichtig wird. Aber wenn ihr das dann so macht, so ab der Hälfte, dann ist, seid ihr und euer Kamerabild so ein bisschen durchsichtig. Und so seid ihr komplett zu sehen. So, ihr könnt auf Gesicht fokussieren. Dann fokussiert er das Gesicht, sieht er jetzt natürlich nicht, also kann jetzt nicht fokussieren, weil ich nicht da bin. Und Standardeinstellungen wiederherstellen, dann gehen unsere Einstellungen verloren. So, Overlays. Das heißt, wenn ihr streamt, was angezeigt werden soll, zum Beispiel der Chat, ja, den könnt ihr auch ausschalten, dann Aktivitätsanzeichen, also wenn jetzt jemand in den Chat, also in die Übertragung dazukommt, könnt ihr an- oder ausschalten. Wenn ihr anhabt, dann habt ihr dann kleines so eine Zahl von Usern, die da sind, und wenn dann, die wird dann auch dann wieder ausgeblendet, und wenn wieder noch jemand neu dazukommt, seht ihr die Zahl wieder mit der neu, also die neue Zahl, und wenn dann rausgeht, genauso das gleiche. Position habe ich unten rechts, also unten rechts wird es angezeigt, da stört es am wenigsten, finde ich. Sprachausgabe für Chat habe ich aus, ihr könntet natürlich auch anschalten, es nervt aber unheimlich. Also das ist jetzt das Problem, dass nicht nur mir der Chat vorgelesen wird. Das heißt, ich streame und der Chat, wenn ihr schreibt, wird, was ihr schreibt, wird mir persönlich vorgelesen. Da finde ich, hätte Sony das mal so machen können, oder falls es überhaupt, müsste aber technisch umsetzbar sein, dass mir das auf meinem Headset angezeigt wird oder abgespielt wird, aber euch praktisch in der Übertragung nicht abgespielt wird. Weil euch nervt das, wenn ihr denn die ganze Zeit das Spiel habt, mich habt, zusätzlich noch die PlayStation euch vorliest, was ihr da selber in den Chat schreibt. Das ist für euch sehr belastend. Ich habe mir ein paar Videos davon angeguckt, die ich gemacht habe. Puh, könnt ihr dann auch die Geschwindigkeit schnell, normal oder langsam. Stimme könnt ihr tief, hoch, tief, normal oder hoch machen. Und die Lautstärke könnt ihr dann auch nochmal anpassen, dass es nicht lauter als ich ist oder dass es lauter als ich bin oder lauter als das Spiel. Könnt ihr dann variieren, müsst ihr gucken, wie laut das Spiel ist und wie laut die gerade vorliest. Das kann man jetzt so direkt nicht sagen. Trophäen. Screenshots. Haben wir als erstes. Screenshots sind halt die Bilder, da könnt ihr dann begrenzen. Ich habe gesagt, auf alles. Ihr könnt natürlich auch sagen, nur Platin, Gold, Silber, nur Platin und Gold, nur Platin, gar keine Trophäen. Dann macht er gar keine Fotos von den Trophäen. Ich will alle Trophäenbilder haben. Trophäen-Videoaufzeichnungen habe ich gesagt, nur Platin. Ich möchte ein Video von Platin haben. Mal gucken, was man damit Schönes machen kann. Habe jetzt seit dem Anstellen aber noch keine Platin. Doch, Ratchet & Clank, aber da war das Video defekt. Länge des Videos, denke ich mal, 30 Sekunden ist ein bisschen lang. 15 Sekunden reicht aus für Platin. Und wenn ihr euer Mikrofon nicht gemutet habt, wird dann auch das Mikrofon aufgezeichnet. Oder?
sollte eigentlich aufgezeichnet werden. So, und das war doch schon. Das war der Punkt Aufnahmen und Übertragungen. Wie gesagt, nicht wundern, einige Sachen in der ganzen Videoreihe sind doppelt drin, weil sie, wie gesagt, in anderen Menüs auch mit drin sind. Das hat Sony so an sich teilweise schon ganz gut gelöst, aber einige Sachen sind halt zu kompliziert zu erreichen, finde ich. Also man könnte es vereinfachen. Bei der PS4 teilweise war das so, da sind wir in bestimmte Einstellungsbereiche, die wir wollten, mit 2-3 Klicks reingekommen. Bei der PS5 brauchst du manchmal 5-6 Klicks. Also das ist schon ein bisschen nervig, man muss sich daran gewöhnen, aber man kommt damit gut zurecht. So, dann würde ich sagen, dann wartet für jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, teilt das Video oder die Videos. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen, einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt, was war denn das jetzt? War kurz Bild weg, warum das? Jedenfalls bis zum nächsten Mal, ahoi. Sagt euer Odin.